Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Ark Survival Ascended auf Scorched Earth. Schön, dass ihr da seid. Wir haben beim letzten Mal angefangen, im Lager so richtig loszulegen. Ich bin auch tatsächlich so weit und habe... naja, der Ark Tavis ist frei. Ich habe ein wenig geschummelt dabei. Ich habe unser Megatherium voll mit irgendwelchen Bären gebombt. Aber es sind alles Beeren, das finde ich ergibt schon irgendwo Sinn, das kann man so stehen lassen. Mein eigenes Inventar ist auch aufgeräumt, ein Träumchen. Ich würde jetzt kurz den roten Strahl holen, der da ist. Wenn das Spiel bis dahin nicht wieder abgestürzt ist. Man weiß ja nie. Ich muss aber sagen, ich habe sehr viele Sachen in dem Fabrikator untergebracht. Den müsste man nochmal aussortieren. Theoretisch müssten wir auch den Kleiderschrank aussortieren. Aber es passt noch alles rein, so kann man das für den ersten Moment einfach so stehen lassen, sag ich mal. Zack. Hallöchen. So, der war schon fast kaputt. Was habe ich alles bekommen? Ein... Ach, wie praktisch, dass wir eine Rex-Dame noch irgendwo am ADW rumstehen haben. Ja, klar. Nehme ich. Polymer, Heilungskram, gut, das tut gerade nicht Not, Elektrik, das ist immer gut, ein Woody-Rhino-Horn und Journeyman, Riot-Shoes. Finde ich gut. Also hier ist das Stock, so. Lass mich mal trinken, bin hier gerade verdurstend. Natürlich habe ich schon wieder Stein und Sand dabei. Egal. Achso, noch was. Ich speichere einfach mal. Ha! Wir werden jetzt heute noch einmal lagertechnisch ein bisschen fleißig sein. Und dann schauen wir mal, ob ich mal irgendwo einen Saber finde, mit dem wir ein Zuchtprogramm starten können. Und theoretisch muss ich auch den Futterdruck noch nach unten bringen. Also ein paar Kleinigkeiten haben wir noch zu erledigen. Ich habe auch mal parallel geguckt, mit welchen Objekten wir von diesen Visual Storage noch zu rechnen haben, die uns helfen. Und da bin ich über die Eimer gestolpert, da kann ich gleich noch ein paar Sachen unterbringen. Aber ich bin noch über was gestolpert, und zwar über eine andere Lampe. Das war auch die, wo ich dachte, dass wir sie haben. Dieses omnidirektionale Dings da. Zack. Das stelle ich einfach hier in die Ecke. Was an. Und wir haben noch mehr Licht hier drin. Schön, oder? Ah, sieht ein bisschen doof aus, aber so haben wir noch mehr Licht. Wir bauen auf jeden Fall einmal den Smithy auf. Das ist er nicht. Das ist er. Was ist denn los mit dir, Spiel? Sorry. Oh, ich weiß, diese Probleme hatten wir doch noch am Anfang von The Island. Ich dachte, das ist ein bisschen in den Griff bekommen worden. Es hat ja jetzt hier auch relativ lange funktioniert. Und jetzt, zack, wieder alles für den Arsch. So, wow. Beim Spawn noch geschafft aufzusteigen. Ich bin begeistert. So. Nehmen wir jetzt mal wieder dahin. Stellen nochmal das Licht auf. Haben wir auch sonst nichts zu tun, als in den ersten 4 Minuten alles doppelt zu machen. Oh, das Ding ist so geil hier, der Oasi. Und irgendwie habe ich schon wieder Sorgen mit meiner Müdigkeit. Ei, ei, ei. So. Ey. So, Lämpchen. Da. An. Sattel. Und gut, dass ich gespeichert habe. Um den Sattel ist echt schade gewesen. So. Und der Smithy. Oh. Safe. Ich glaube, den kann ich erstmal dazwischen packen.
Den brauche ich nämlich zwingend, um die Virtual Storage Dinger zu machen. Visual Storage machen. Ich würde anfangen mit Eimern. Ich bräuchte Anglergel, Zement, Lehm. Theosarkotik noch. Ja, 4. 1. 2. 3. 4. Die sind von der Höhe wahrscheinlich so, dass ich nochmal einen Tisch drunter stellen möchte. Ich mach mal. Wohl. Geht eigentlich. Ich würde sie auf eine Bank stellen wollen. Haben wir eine Bank? Nicht wirklich, ne? Ja, sind wir wieder bei unseren komischen Deko-Sachen. Da könnte sowas noch mit bei sein. Decoration. Furniture. Küchentisch. Wie schon siehst du aus? Hä? Das? Erstmal. Was haben wir noch? Tischdeko, Flanken. Ja, sowas habe ich tatsächlich gedacht. Du mir sagen, wie da noch einmal draufstehen kann, dann hättest du gewonnen. Nein! Ich versuche gerade nicht an einem Wutanfall zu sterben. Also, na? Ja. Oh, nö, ne? Ich kann jetzt nicht mal mehr. Jetzt stürzt mir das Scheißding im Hauptmenü ab. Oh, nö. Oh. Wir haben. Ich habe ein. Furchtbar, furchtbar, furchtbar großes Problem. Der letzte Absturz war kein Spielabsturz, sondern der Rechner ist abgestürzt komplett. Dabei hat er alles zerschossen von Scorched Earth. Ich kann das Safe Game nicht mehr laden. Ich bin jetzt seit über 6 Stunden dabei, zu versuchen, ein Backup wiederherzustellen oder sonst was. Ich hatte natürlich kein Backup gemacht, richtig? Das Spiel hat irgendwie eigene Backups, aber auch die sind alle mit dem korrupten Spielstand überschrieben, weil ich halt mehrfach versucht habe, neu zu laden. Und jedes Mal beim Neuladen hat er das Backup kaputt geschrieben mit einem kaputten Pfeil. Das ist so, wow. Also, man muss jetzt mal wirklich ganz klar sagen, Arschkarte pur für mich. Die Welt ist weg, die Dinos sind weg, mein Charakter ist weg. Gut, die 90 Level da, die gehen ja viel zu schnell, aber alles weg. Ich habe jetzt gerade das Problem, ich habe irgendwie gar keine Lust, nochmal von vorne anzufangen. So überhaupt nicht. Mal.
vielleicht passiert noch was Komisches, aber ich habe Zweifel. Ich starte jetzt einfach mal. Oder Donut? Ist er verfügbar? Wäre zu einfach, ne? Wahrscheinlich, ich hätte ihn ja vorher hochladen müssen. Was nur gegangen wäre, wenn ich irgendwas hätte laden können. Also. Dumm gelaufen. Alles für den Arsch. Um es mal versuchen, mit guter Laune hier zu bringen. Ich könnte natürlich nochmal versuchen, unseren Charakter aus von The Island zu übernehmen. Das, dann wären wir zumindest nicht wieder bei Null. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man levelt doch recht schnell. Aber das ist halt kacke. Ja, ich guck mal kurz, ob wir den von The Island einmal holen könnten, theoretisch. Ich schau einfach mal. Kurzfassung, nein, ich kann auch das nicht mehr laden. Ich kann keins der Safe Games mehr laden. Ich habe auch das Spiel neu installiert. Es geht einfach nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall bin ich ganz ehrlich, ich bin da gerade schon wieder mächtig angepisst von. Starten jetzt trotzdem einfach einmal rein und gucken uns an, ob da nicht vielleicht aus irgendwelchen Gründen die Sachen doch gespeichert sind, aber da hätte ich mal spontan Zweifel dran. This desert wasteland. Ja, Cortana-Regel mal. Ja. Doch irgendwas behalten. Wir haben eins. Nö. Das sieht nicht unbedingt nach was behalten aus. Dort war das, wo wir gewohnt hatten, ne? Ich lauf mal ganz kurz dahin. Falls ich jetzt dabei sterbe, dann cheat ich da gleich einmal hin. Das ist so. Ich muss sagen, ich weiß gerade einfach nicht, wie ich damit umgehen soll jetzt. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, nochmal von vorne anzufangen. Ich war gerade so froh, dass wir diesen Oasisaurus hatten, dass wir angefangen hatten, ein ordentliches Lager haben. Es war jetzt so gerade der Moment, wo es richtig heimisch geworden ist. Und zack, weg. Bin ich überhaupt map-technisch? Naja, ich bin gleich da, wo wir theoretisch wohnen. Weil jetzt aus irgendwelchen Gründen wir das schweinemäßige Glück haben und einfach nur der Charakter im Arsch ist. Kein Ding. Machen wir weiter. Das stört mich nicht. Aha. Map ist noch nicht gut bevölkert. Das ist schon mal schön. Das heißt, ich kann hier gerade relativ gut laufen. Ne, nix. Alles weg. Toll. Müsste man nämlich von hier aus eigentlich schon sehen. Ja, hier die Kakteen, die hatten wir alle abgebaut. Oh. Geh mir nicht auf die Nerven, du Mistvieh. Ich cheat mich jetzt einmal in die Luft. Das ist kein Problem. Ich weiß ja, wie das geht. Konsolenkommand, fly. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf Debug-Gründen Dinge machen musste. Oh, ich habe doch mal eine Zeit rummanipuliert. Ich bin ja böse. So, hier. Weg. Alles weg. Alles weg. So, Leute. Und dann würde ich einfach mal kurz eine allgemeine Frage. Hattet ihr mir eigentlich
Die Map hat er gespeichert, wie ich sie aufgedeckt habe. Ja, nee, ist klar. Leck mich doch. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Oh. Dann hätte ich tendenziell einmal so eine Verständnisfrage, wie ihr in Stimmung seid, dass wir damit umgehen. Toll, unsere Rex-Dame, weg. Wir hatten gerade den Rex-Sattel bekommen. Das ist richtig für den Arsch. Ich habe immer noch Lust, Ark zu spielen, auch wenn das jetzt ein richtig dicker Schlag ins Gesicht ist. Aber ich spiele Ark ja auch nicht erst seit gestern. Ich bin's gewohnt, dass irgendwas kacke läuft. So kacke kam jetzt ehrlich gesagt in meiner gesamten Ark-Laufzeit noch nicht so vor. So, ich bin jetzt hier gerade übrigens mal kurz einfach nur am Rumpfen durch die Wüste. Eine Sache, die wir vielleicht nochmal machen könnten, wo ich jetzt nicht gegen wäre, wäre, wenn wir uns tatsächlich einmal so ein Oasisaurus nochmal auf, sagen wir mal, die einfache Art und Weise holen, im Sinne von, ich tippe es in der Konsole an und wir haben ihn. Also ich würde natürlich gerne einen finden. Wir könnten auch einfach einen spawnen. Ich glaube, das geht. Aber irgendwo wird ja auf der Map bestimmt auch einer existieren, gehe ich mal von aus. Und dass wir... Oh, da, guck mal. Also ich mache das jetzt einmal kackendreist. Hier. Oh, ist aber ein hübscher. Ich guck mir den jetzt an, ne? Warte mal. Konsole. Ost. Oder? Ich glaube. Schon ewig her. Ja. So. Das wäre jetzt so ein Vorschlag, den ich jetzt gerade nochmal hätte. Den wir. Genau. Blödes Vieh. So ein Vorschlag, den ich jetzt ganz ehrlich nochmal hätte, dass wir jetzt einfach sagen, ich cheat mir den hier und wir versuchen somit einfach nochmal einen kleineren Start zu machen. Alles ein bisschen kleiner auslegen, dass ich jetzt nicht so viele Tames mir hole. Gut, als wir kennen, ich kenne mich jetzt nicht erst seit gestern. Dass wir einfach einmal es schick haben. Also natürlich müsste ich mir ein Bett irgendwie nochmal zurecht sammeln. Das ist natürlich gerade ein bisschen doof. Interessant, dass die Sachen hier oben drauf bleiben. Heile ich mich hier oben schneller als... Witzig. Das ist ja wirklich witzig. Also das wäre so ein Gedanke, den ich hatte. Dass wir jetzt einfach tatsächlich sagen, wir fangen nochmal von vorne an mit einem Oasisaurus als Startkapital. Eigentlich hätte ich auch super gerne noch ein Tierchen dazu, aber man kann ja nicht alles haben. Also doch, wir könnten... Also... Das wäre so ein Vorschlag, den ich jetzt nochmal hätte, dass wir quasi nochmal von vorne anfangen mit dem Oasisaurus. Es ist jetzt 2 Folgen her, dass wir ihn gezähmt haben. 3 Folgen. Also wir haben alle gesehen, dass ich es hingekriegt habe und dass alles gepasst hat. So. Und ja. Das werden wir mal schauen. Dann würde ich vielleicht etwas kleiner bauen. Vielleicht würde ich mir sogar was auf dem Oasisaurus bauen. Eine Kleinigkeit. Das wäre auch noch eine interessante Option. Ich frage mich, wie er interagieren würde jetzt zum Beispiel mit einem Teleporter rum drüber. Problem, ganz ehrlich, ist jetzt natürlich auch erstmal hier überhaupt wieder reinzukommen. Wir waren jetzt schon so weit. Wir hatten da unseren Fabrikator, wir hatten unsere Chemiebank, wir hatten den puren Luxus schon erreicht und hatten gerade alle Zeit der Welt, anständig zu bauen und ein schönes Lager zu machen. Also irgendwie... Ja, ich tendiere dazu, dass wir uns vielleicht tatsächlich noch einen Wolf als Startkapital holen. Ist nur ein Vorschlag meinerseits. Weil so ganz ohne alles nochmal...
Dann würde ich ja lieber auf die nächste Map warten, die mich interessiert, was in dem Fall Aberration war. Ich hatte jetzt noch so einige Sachen vor. Ich würde so gerne das tatsächlich nochmal machen mit hier einen Saber züchten. Ich wollte es mit den Höhlen nochmal machen. Alles für den Arsch. Gut, meine Charakterlevel, die kriege ich schnell wieder, aber und die Materialien, das war gerne einmal was in den Kommentaren dazu dalassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt direkt morgen nochmal eine Folge mache, weil die würde ich dann ja schon unter der Prämisse machen, dass wir das so starten mit einem Oasi und einem Tierchen. Ich würde mir einen Wolf raussuchen tatsächlich, weil ganz ehrlich, dieser Nachteil von diesem Force-Tame-Befehl ist, man kann danach ohne Sattel einfach alles reiten. Und damit sich das nicht ganz blöd anfühlt, würde ich einfach irgendein Tierchen nehmen, was man auch schon so ohne Sattel reiten kann. Wie zum Beispiel auch den Ornithosaurus. Gut, der war jetzt eher so ein Prinzipding. Oh, alternativ, was gibt's denn noch ohne Sattel? Das war's eigentlich schon, ne? Gehen mal zum Grün, ich muss mal was trinken. Und dann machen wir eigentlich auch schon wieder Feierabend. So ist seine Plattform jetzt eigentlich bewachsen? Wird das nicht abgebaut? Dann geht das Food auch wieder runter. Ha. Spannende Frage. Alles voll mit Raptoren unten drunter. Toll. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, wir hatten doch gerade unsere Kryokapseln gebaut, ne? Ist doch kacke. Läuft das, wenn ich das jetzt hier rausnehme? Gehen die Bäume dann oben drauf kaputt? Ich bin mir da halt noch nicht ganz sicher, wie das überhaupt funktioniert. Hier echt alles raus. Ja, wenn ich alles rausnehme, dann baut er nochmal selber. Ah. Ja gut, jetzt bin ich natürlich hoffnungslos überladen. Oh, ich kann es wieder reinstopfen, ne? Ja. Hier die Ressourcen, die auf ihm wachsen. Ah. Ich gehe mal davon aus, die wachsen von alleine wieder nach. Ja, so. Wir lassen das hier so stehen. Vielen Dank fürs dabei sein. So die richtige Happy-Stimmung habe ich gerade nicht mehr. Bitte um Verzeihung. Und ja, wir schauen mal, was passiert. Tschüss.